Warum treffen sich wiedergeborene Christen ausgerechnet am Sonntag als Gemeinde zum Gottesdienst? Warum nicht am Samstag? Müssen wiedergeborene Christen eigentlich den Sabbat halten? Was ist da eigentlich der Unterschied zwischen dem Sabbat und dem Sonntag? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Sabbat bedeutet zunächst einfach nur ruhen, pausieren. Und Gott hat schon in seiner Schöpfungsordnung einen Ruhetag angeordnet, vorgesehen, einen Schöpfungsruhetag vorgesehen, ganz allgemein. Das heißt, vom Beginn an der Schöpfung sollten die Menschen einen Tag ruhen. Gott hat aber auch explizit dem Volk Israel in seinem jüdischen mosaischen Gesetz den Sabbat angeordnet, also eine gesetzliche, angeordnete Arbeitsruhe, und zwar am Samstag, also am letzten Tag der Woche im jüdischen Wochenzyklus, sollten sie diesen Sabbat halten. Dieser Sabbat steht nicht in Verbindung mit der Schöpfungsruhe, sondern steht in Verbindung mit der Befreiung aus der Knechtschaft aus Ägypten. Es gibt nur an einer Stelle einen Zusammenhang, da wird die Schöpfungsruhe herangezogen als Veranschaulichung, als Analogie für den jüdischen Sabbat. Aber sonst ist an keiner Stelle davon die Rede, dass vor Mose, dass die Menschen dort einen jüdischen Sabbat gehalten haben. Das ist eine typisch spezifische jüdische Sache, die hat Gott dem Volk Israel gegeben und auch nicht der Gemeinde, der christliche Gemeinde, der Ekklesia. Bei den Christen lesen wir, dass sie am ersten Tag der Woche, am Sonntag, das heißt, das ist des Herrn Tag, sich versammelt haben, um ganz besonders dem Herrn Jesus, dem lebendigen Gott, die Ehre zu geben. Denn am Sonntag, dem ersten Tag der Woche, ist der Jesus auferstanden. Da war auch Pfingsten. Und diese beiden Ereignisse sind der Beginn einer neuen Haushaltung, nämlich der christlichen Haushaltung, der Heilsepoche, der Gnade. Das Judentum ist abgelöst. Und deshalb hat der jüdische Sabbat keinerlei Bedeutung für wiedergeborene Christen. Aber die wiedergeborenen Christen haben sich am ersten Tag der Woche versammelt und haben ihn, wird hier in der Bibel bezeichnet, als des Herrn Tag, der Tag des Herrn bezeichnet. Es geht also nicht darum, den Tag zu halten, um einen Tag irgendwie hervorzuheben, sondern es geht darum, dass dieser Tag dem Herrn Jesus gehört, um da ganz besonders dem Herrn Jesus, dem lebendigen Gott, die Ehre zu geben. Dieser Sonntag, dieser Tag des Herrn, wie er genannt wird, er ist auch kein christlicher Sabbat, hat absolut nichts mit diesem jüdischen Sabbat zu tun. Und wir lesen im Neuen Testament vorbildlich, wie die Christen sich ganz besonders an diesem ersten Tag, an diesem Sonntag versammelt haben, als Gemeinde Abendmahl eingenommen haben, Gottesdienst gefeiert haben. Also, es geht hier auch nicht darum, um die Arbeitsruhe, das ist hier gar nicht der Fokus, die Arbeitsruhe als staatlich verordneter Arbeitsruhetag kam viel später dazu, vom Kaiser Konstantin. Hier kam der Aspekt der Arbeitsruhe hinein, aber dieser Aspekt der Arbeitsruhe steht im Neuen Testament gar nicht im Vordergrund, sondern hier steht vielmehr im Vordergrund, an diesem Tag, dem der Herr Jesus gehört, ganz besonders dem lebendigen Gott die Ehre zu geben. Das Thema Arbeitsruhe ist dabei absolut sekundär. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, das Thema besser zu verstehen. Falls du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses Video an.